Oder? Warum du? Ja, es sind einige Nahtoderfahrungen schon entstanden, als ich mit dir zusammen Auto gefahren bin. Tatsächlich kam ich bei den Schwiegermüttern meistens sogar besser an als bei den Töchtern. Also aktuelle Studie hat ergeben, dass Paare, die voneinander abhängig sind, glücklich bzw. länger glücklich sind. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webshow. Wie schön. Bei uns geht es heute um so Paar- und Liebesthemen. Nur als kleiner Teaser. Aber erstmal lasst uns über dieses euch schon bekannte Paar reden. Aufgepasst, es ist Lau versus Lau. Genauer gesagt Annika Lau und Frederik Lau. Ja, die beiden zusammen sind natürlich selten vor der Kamera, aber wir hatten das Glück, dass wir mit ihnen ein kleines Spiel spielen konnten, nämlich du oder ich. Und ja, die Beifahrersituation ist brenzlig. Du darfst nicht gucken. Ach so. Ja, ich bin da schon immer. Ja, zimperlich, du bist öfter erkältet halt, ne? Ich bin eigentlich nie krank. Und wenn dann. Das stimmt, wenn du krank bist, dann bist du wirklich richtig dolle krank. Ja. Aber das ist schon dann halt. Ja, dann ist schon auch Nahtoderfahrung. Ich glaube, Männer sind da sowieso immer empfindlicher und brauchen da mehr Zuneigung und ein bisschen Care. Weißt du? Ja, genau. Mir geht's nicht. Ja, gut. Genau. Naja, aber du bist also schon sehr hart im Nehmen und du bist tatsächlich nie krank. Finde ich ganz schön. Echt, ich bin selten krank. Ganz angenehm. Oder ich will, ja. Ich guter Fang. Hä, das dürfen wir nicht so sagen? Lust auf heiraten? Ja, wer hatte von uns beiden zuerst Lust auf heiraten? War es ja so, dass wir gesagt haben, dann heiraten wir halt. Ja, aber wer von uns beiden hat denn wirklich Lust auf heiraten? So auch so mit weißem Kleid. Ach so, und so Tauben und so einem großen Fest, genau. Ja, aber das machen wir noch. Das Problem ist, dass wir beide tatsächlich nur standesamtlich geheiratet haben bislang. Ja. Und es einfach so beschlossen haben im Auto, weil wir das wie gesagt haben, ja, und dann war der morgige Tag war dann frei. Sind hingegangen und da meinte der Standesbeamte, ne? Ja, nee, heute haben wir keine Zeit. Nee, aber nicht morgen. Heute, nee, die haben echt gesagt, oh, das sieht schlecht aus. Also in ein paar Monaten frühestens oder sowas. Oder morgen. Und ich so, morgen? Jetzt morgen oder wie? Genau sowas. Dann mit morgen, dann hast du schnell Junggesellen. Das war der 1. April. Das war, genau, das war der 1. April natürlich. Naja, weil da keiner heiraten will, aber wir. Wir haben halt geheiratet am 1. April. Das halten weite Teile unserer Familien immer noch für einen April-Scherz. Es ist aber tatsächlich wahr. Ganz klar. Was kann ich gut kochen? Oh, die kann insgesamt fantastisch kochen. Also Lasagne liebe ich. Aber eigentlich, gestern gab es wieder Hähnchenschenkel, die habe ich gern was gesehen. Ich habe die Reste gefunden heute Morgen. Ich habe gestern Abend noch mal alle aufgegessen. Aber meine Frau ist eine fantastische Küche. Oh. Was hast du? Du. Ja, wobei man aber sagen muss, wir hatten neulich eine Situation, da hatte unser Sohn hatte Bauchschmerzen im Mittleren und ich habe halt gedacht, na gut, sie haben halt Bauchschmerzen und da reagiere ich nicht so schnell. Und dann bist du nach Hause gekommen vom Arbeiten und bist mit dem ins Krankenhaus gefahren. Ja, ich hatte Nachtdreh und ich musste ganz früh wieder raus. Ich habe, glaube ich, bis 2 Uhr morgens gedreht und mein Sohn stand da und hat mich angeguckt. Und ich glaube, man merkt ja schon den Unterschied, ob jetzt, ob es jetzt Bauch so ist, dass, genau, ob es ein Pups ist oder ob es wirklich um was geht. Und dann habe ich gesagt, okay, geht es so schlecht? Und dann habe ich so einen Blinzer gedrückt und bin dann direkt zum Krankenhaus gefahren. Und habe ihn noch untersuchen lassen. Genau, und der war auch einen Tag dann im Krankenhaus. Der war einen Tag im Krankenhaus mit mir dann. Aber ja, klar, nee, aber da bin ich, na klar, wenn es meinen Kindern schlecht geht, aber eigentlich geht Annika immer zum Arzt. Die haben müssen ja zum Arzt. Ich gehe ja nie zum Arzt eigentlich. Nur zu den Untersuchungen, zu der U-Dings und so. Gucken, wie meine Kinder so gucken können und hören. Ja, Kinderarzt ist jetzt auch nicht die schönste Erfahrung, muss ich sagen immer, ne? Der bessere. So klar. Der bessere Beifahrer, ne? Beifahrer. Nicht Fahrer, sondern Beifahrer. Ja. Dann bin ich der bessere. Das stimmt nicht. Na klar. Darf ich mal eine ganz typische Handbewegung machen von Freddy Lau? So, man fährt also so völlig entspannt und Freddy macht immer. In Berlin gibt es die sogenannte Busspur. Und er möchte immer, dass man die Busspur. Ich fahre doch rein.
Fahrerin, ja, klar, ist ja auch so. Ist irgendwas? Hast du irgendwelche Zuckungen? Weil mich das wirklich nervt. Ich möchte überholen, nicht bitte, überholen. Die Busspur fahren, weil die ist illegal. Nee, manche auch nicht Busspur, einfach nur zickzack. Man sieht ja, da steht keiner. Ja, es sind einige Nahtoderfahrungen schon entstanden, als ich mit dir zusammen Auto gefahren bin als Beifahrer. Deswegen, ich fahre lieber selbst. Ja, ist auch okay. Ich fahre ja auch gerne mit dir bei. Oder? Warum du? Meinst du, okay, nee, wir müssen es anders formulieren. Einbrecher eher du, weil da bin ich eher so der Schisshase. Ja, aber es gab ich gehe immer Situation, runter. Ich sag, guck mal, was los ist. Sitz, möchte ich dich kurz zurückerinnern an die Situation in Vietnam? Ja, das ist ja kein Einbrecher. Kannst du die Geschichte erzählen? Ich hatte Halluzinationen und danach dachte ich so, da kam ich so rein, dass die so irgendwie eine, ich dachte, das ist so eine Ratte, die mich die ganze Zeit so anguckt und da so sitzt. Da dachte ich so, fuck. Was ist das? Und was hast du dann gemacht? Du bist hinter mich gesprungen und hast dich hinter mir versteckt und hast geschrien, da ist eine Ratte! Ich sag, das ist eine Ratte, aber es war auch gar keine Ratte. Ich habe es mir nur eingebildet, aber die sah so scary. Nein, du hättest mich nicht retten müssen. Ich wollte eigentlich mit dir nur abklären, ob es wirklich eine Ratte ist. Freddy schläft ja auch nicht an der Tür. Meistens ist es ja so, dass Männer an der Tür schlafen. Also an der Tür, wo es reingeht ins Zimmer, sondern du schläfst dann ja lieber an der Wand. Aus dem Grund? Weil ich mehr in der Ecke bin. Wenn ich hier bin, ich auch reingehe. Ich kann immer alles besser durch überschauen. Kannst ich du mich besser retten? Ja? Natürlich, ich kann nicht irgendwie gucken. Ich habe eine Sekunde länger Zeit. Ich kann halt alles, habe alles im Blick. Gut, aber das wenn jetzt so jemand reinkommen würde und mich töten möchte, bin ich schon tot, bevor du überhaupt wach bist. Naja, er wird mich ja erst mal sehen, wie ich dann aufstehe hinten. Dann hättest du Ablenkung, hättest du Zeit, dass du rüberrobben kannst. Und dann würde ich halt noch ein bisschen länger Überlegungszeit haben, wie greife ich jetzt an. Okay. Verstehst du? Hä? Ich oder was? Hast du noch? Also komm! Gar nicht, überhaupt nicht. Sag mal, würde ich nicht sagen. Doch, nee. Ja, weißt du, wie ich immer unterwegs bin? Ich habe mich heute mal schick gemacht. Du hast dich wirklich schick gemacht, sieht gut aus. Aber darf ich dir mal sagen, darf ich mal kurz verraten, was passiert, bevor du das Haus verlässt, wenn du auf ein Event gehst oder auf ein Interview oder so? Dann macht der folgende Gesichtsausdruck. Und immer noch mal so, kannst du hinten meine Haare checken, kannst du Haare mit? Nee, ja, weil es auch schlimm ist bei mir. Ich habe ja nicht, du siehst ja immer so automatisch toll aus. Der Wirbel des Todes, haben wir es genannt. Auch unsere Kinder haben den leider geerbt. Also man merkt auf jeden Fall zuerst, dass da diverse Nahtoderfahrungen im Hause Lau. Also wenn jemand krank ist, wenn beide zusammen im Auto fahren. Also das ist ein risky Business. Bist du eigentlich besserer Fahrer oder Beifahrer? Also ich finde, ich bin ein guter Fahrer, aber da gibt es auch, wenn Männer Beifahrer bei mir sind, dann meckern die immer und Frauen sagen immer, du bist eine sehr gute Fahrerin. Ich kann nur eine lustige Geschichte mit Christian Wackert erzählen. Wir sind nämlich mal zu dritt Auto gefahren und Chris saß neben Marie als Beifahrer und sagen wir es mal so, er hatte nicht so viel Geduld. Nee, und er hat immer sowas gesagt wie, hier hinter dem Toyota. Und ich so, was ist denn ein Toyota? Also, woher soll ich erkennen? Sag mir die Farbe des Autos. Sag das rote Auto. Die Toyota, sehe ich doch nicht. Aber wo Chris mehr Geduld wahrscheinlich hat oder besser ankommt auf jeden Fall, ist beim Thema Schwiegermutter. Ja, da kennt er sich auf jeden Fall gut aus. Da haben wir mal bei ihm nachgefragt, aber auch bei den anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit meiner aktuellen Schwiegermutter sehr, sehr eng. Aber auch mit der Schwiegermutter meiner langjährigen Jugendliebe sozusagen war ich auch sehr eng. Also da waren wir doch schon auch fast befreundet, würde ich sagen. Ja, es war nie ein großes Problem in meinem Leben. Ganz im Gegenteil. Und ich bin tatsächlich auch immer gut gewesen mit meinen Schwiegermüttern. Ich könnte gar keinen, also wir haben irgendwie nie Probleme gehabt. Irgendwie hatte ich echt cool, auch coole Schwiegermütter. Und auch mit der, ne, also der Oma von Heidi quasi, obwohl ich ja mit dem Mann nicht mehr zusammen bin, bin ich immer noch sehr, sehr gut und fahre da öfter hin und mal zum Kaffee trinken und so. Und ja, ist echt schön. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ja, tatsächlich kam ich bei den Schwiegermüttern meistens sogar besser an als bei den Töchtern. Also es gab so eine Zeit in der Teenie-Phase, da haben die Mamas immer gesagt, wann bringst du den Lukas nicht mal wieder mit und seid ihr nicht mehr zusammen? Und die immer so, nee, der war nicht so nett. Ach, der hatte so schöne Augen. Ich habe meine Schwiegermutter wirklich erst vor ein paar Wochen jetzt kennengelernt, nach 2,5 Jahren Beziehung. Die wohnt aber auch in Montenegro, dann kam irgendwie Corona und es lief wirklich gut. Also wir haben uns mit Händen und Füßen gebrochenem Schulfranzösisch und Google Translate unterhalten, weil sie eben nur Serbisch kann, ich aber irgendwie das nun nicht. Und sie hat mich wirklich bekocht wie sonst was und das war wirklich richtig, richtig schön.
Also mein Lieblings ist erstens mal Lukas, ja. Wie ich weiß gar nicht, ob so ungünstig, wenn man nur bei den Schwiegermüttern erstmal gut ankommt. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter hat sich das ja nochmal ein bisschen, da wird sofort meine Stimme tief, da hat sich das nochmal ein bisschen geändert, ne Lukas? Kommst du dazu mit Schwiegermüttern klar? Ich komme tatsächlich auch ganz gut klar. Also ich habe bisher noch nie Probleme gehabt mit Schwiegermüttern, also es war immer ganz gut. Bei Kaffeekuchen kann man über alles quatschen und so. Ich weiß nicht, die sind alle nett. Also mich mögen Schwiegermütter auch immer. Aber okay. Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr mit euren Schwiegereltern gerne natürlich auch klarkommt. Ja, und apropos Paare, egal ob Schwiegereltern oder Töchter, Söhne, egal. Jetzt geht es um Paare. Und wie sie klarkommen. Und wie sie miteinander klarkommen. Denn es gibt natürlich Paare, die sehr, sehr doll aneinander hängen und irgendwie jede freie Minute miteinander verbringen möchten. Und dann gibt es Paare, die sich viel Freiraum geben und sich nur ab und zu sehen. Und wir fragen uns natürlich, welche Beziehung davon hat mehr Erfolgschancen? Und genau dieser Frage ist eine Studie nämlich nachgegangen, ob eine große Abhängigkeit bei Paaren auch größeren Erfolg in der Beziehung verspricht. Und das beantwortet uns jetzt Rolf Schmehl. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Paare, die voneinander abhängig sind, laut dieser Studie glücklich bzw. länger glücklich sind. Ich als Psychologe bin davon überzeugt, das entsteht dadurch, dass Abhängigkeit führt zu einer inneren Dissonanz, also einem Störgefühl. Und deshalb musst du dir erklären, dass du auf der anderen Seite total glücklich bist, weil du dir sonst deine Abhängigkeit selber nicht eingestehen kannst. Ich hatte tatsächlich schon beide Arten dieser Beziehungen, also abhängig und eher so ein bisschen unabhängiger. Ich finde es eigentlich entspannter, wenn man so ein bisschen Freiraum hat und so ein bisschen sein Ding machen kann auch. Aber ich glaube, es ist am besten, wenn du so einen guten Ausgleich findest. Ja. Also man muss sich ein bisschen Freiraum lassen für die persönlichen Sachen, aber auch trotzdem Zeit fürs Paarsein finden und auch diese Zeit nutzen. Ja. Sehr diplomatisch, ne? Das hast du sehr schön gesagt. Und das ist nämlich ja auch Diplom-Beziehungsberaterin Dominique Poniecki. Ja, mit ein paar können mich buchen für Beziehungstipps. Okay, das machen wir dann auf deiner Website. Oh Gott. Merkt ihr euch? Ja, die müssen wir jetzt angehen, Manni. Die müssen wir jetzt angehen. Ja, wir gehen jetzt eine Website bauen und ihr seid entlassen. Entlassen. Gott. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Wieso machen wir eigentlich immer den hier? Weil wir, so, wir so Militär. Segler, ach so, Sailor, ach so. Wollte ich sagen. So Matrosen. Militär. Hui. Okay. Ahoi. Ahoi.